Das ist Tower Defense. Erkennt man gleich. Guten Tag, liebe Fremdlinge. Okay, also ein Treiben, blablabla. Oh, das ist einfach. Wir bauen Wasser an und ernten es. Und so lange? In der Sonne gewesen? Wie? Was erzählt ihr da? Das ist eine einfache Technik. Mars ist trocken und in letzter Zeit sogar entsetzlich trocken. Aber zum Glück gibt es die MWB. Zahnische, wie bist du? Fast, mobile Wasserbauern. Das sind wir. Wir ziehen mit unserer Siedlung und den roten Karskraut hinterher. Wo immer das Kraut in größeren Flächen wächst, eilen wir herbei. So wollen wir darauf einhaken, fällt aus den wunden Stellen Wasser aus. Aber es verdampft nicht sinnlos, sondern wird von unseren Torrentürmen eingefangen und zu großen unterirdischen Basins geleitet. Ein Teil der Wasserernte überlassen uns dann immer die Herren. Leider geht selbst diese hartnäckige Kraut immer mehr zurück. Was dann kommen mag, weiß ich nicht, aber ich fürchte, es werden harte Jahre. Und dieser den Tag der Leben von fremden Händen Arbeit. Was für ein scheußliches Gebaren. Da ist diese Siedlung nichts anderes als eine riesige Negerplantage. Zumindest die martialische Spielart davon. Aber ja, sie haben den Nagel auf den Kopf getroffen, Gnädigste. Och, die haben's doch gut, Mensch. Ohohoho, ich bin der Weihnachtsmann. Das Leben ist schwer. Ohohoho, ich hacke noch mehr. Was für ein Schwimmen, wir, kleine Bursche. Kann ich so einen Turm nicht mitnehmen? Nein. Ja, feste drauf, ihr feste drauf. Nachher fahren wir in den Puff. Jetzt wächst nur das Karskraut. Aber einst war hier alles voller frischem leuchtendem Rot. Ach, waren das noch Zeiten. Natürlich, wir werden natürlich nie herausfinden, warum das so ist. Fress Felsen. Ach ja, richtig, da ist noch hier aus, ne? Aus! Pui. Und ich gehe oben rein und komme unten raus, rein. Ach! Gibt's da vielleicht irgendwas, wenn ich alle anklopfe? Nein. Was ist das denn für ein Boiler? Kann ich auch nicht mitnehmen. Ach, verdammt. Das ist schlimm, ey. Neue Rollenspieler, Spieler können wir alles mitnehmen. Das Schwert, den Schinken, das halbe Haus. Ist irgendjemand nach Verhandlung zumute? Sagen es, Leutnant. Ich weiß immer noch nicht, was genau die schwach sind. Naja, machen wir einfach mal Gruppenheilung, das passt dann schon. Und Flammenlinie war, glaube ich, ganz effizient. Oh, ich hasse Wasserschmutz. Egal. Oh, ihr scheiß Nebelwolke. Ab nächste Woche habe ich ja dann hoffentlich ein wenig Urlaub und so. Oder längere Zeit nichts zu tun. Die nehmen hier schon wieder Drogen. Dann werde ich das Spiel mal durchspielen. Ist ja jetzt nicht mehr viel. Das hat man ja gleich. Also wenn man sich da mal 12 Stunden oder so hinhockt. Nein. Das ist ja... Braucht ja nicht viel Festplattenplatz. Seine Muskete, die nach jedem Schuss nachladen muss, angreifen. Ne? Ach komm, töte sie doch. Ist doch nur noch einer. Okay, Sieg. Planetaler Quetschsprung erlernt. So, es kommt niemand weiter raus. Offenbar schätzt man ihn richtig ein. Nein, ihr seid keine Tentakler. Ich kann euch den Zutritt nicht gestatten. Dieser unkonventionelle Betrachter hatte leider vollständig recht. Und nun? Moment! Werden wir einen Charme ersetzen? Hirn was? Hey! Auge! Hirn! Wir sehen! Oh, ich gucke die ganze Zeit. Das können Sie uns unbesorgt sein, mein Herr. Schön, schön! Sind aufgeweckt! Bin ein Tentakler! Mein Herr, Sie belieben zu scherzen. Sie sind kein Tentakler. Bin ich wohl? Sind Sie nicht. Doch! Nein. Doch! Nein. Doch! Nein. Doch, nein. Reingefallen. Darf ich das Biest? Kann man leider nichts machen. Das mag idiotisch klingen, aber wir haben doch noch dieses Kostüm.
Jetzt Kriegsliste einsetzen! komm, den Tag lang. Zurückgestattet. Ja. Ich mache jetzt erstmal was. Das ist richtig. Tentaklerwache. Stärken, Wasser, Schiffe, Feuer und Donnerschläge. Ha, ich hab doch das Richtige genommen. Donnerschläge. Eindringlingsalarm! Ihr kommt nicht vorbei. Ich kann nur einzelne Worte sprechen. Schwung auf einen Gegner. Na, wir machen lieber Stampfer. Drücken mal eine Gruppenheilung raus und Flammenlinie. Ja, ich bin äußerst kreativ in meiner Angriffsart. Oh, er ist geblendet. Ob das irgendwie Bedeutung wäre, wenn er Magie benutzt. Dann halten wir. Schwinger, Stampfen. Wir bleiben dabei. Irgendwie läuft das Kampf immer gleich ab. Die Kampf immer gleich ab. Irgendwie spreche ich total komisch. Egal. Ignorieren und weitermachen. Oh, jetzt ist... Nicht ausweichen. Oh, jetzt macht es auch noch geblendet. Schön, das heißen trotzdem trifft. Stirbst du bitte mal? Okay, reicht's aber. Mach, er ist ja blind. Bei ihm bedeutet es ja was, er benutzt ja keine Magie. Schutzmauer gelernt. Sind doch diese Zauber, die nie ein Schwein benutzt. Allmächtiger, sind sie nur all diese Apparate. Nanu, abgeschaltet. Muss hier noch jemand sein? Scheine Art, nein, die Idee ist zu verrückt. Ist ein Kühlschrank. Schnell. Für Energie sorgen. Ich möchte Gewissheit haben. Energie ist der Weg zu verrichten. Kleine Luke wird ein Ausblick auf die nähere Umgebung. Bericht der Wachsektion Bezirk Sidonia lesen. Wasserknappheit nimmt aufgrund der Folgen des großen Konflikts stetig zu. Gleich wie die Sklaven zu vermehrter Anstrengung antreiben, sind ihren schwächlichen Körper dennoch die bekannten Grenzen gesetzt. Es ist mit einem weiteren Ernterückgang in diesem Bezirk zu rechnen. Er trocknet weiter aus. Fehlung. Der Aufwand verschlingt den gesamten Ertrag. Selbst unter den technischen Mitteln und dem Gärtnergeschick der Sklaven ändert sich nichts. Oberflächenarbeiten im Bezirk Sidonia erscheinen nicht geeignet, die bekannten Probleme zu heben und wenigstens zu mildern. Wir empfehlen dringend Operation 9-B. Meldung bei einem unbekannten Fluggerät haben sie bestätigt. Die Nachbarkugel wird zunehmend misstrauisch. Alle tut Not. Das ist ein Knallfrosch. Ich habe vielleicht einen Knall, aber doch keinen Frosch. Sehen Sie nur, meine Herren, Papiere, die ganze Kiste ist voller Papiere. Sieht nach Berichten über die Ahais aus. Sehr detailliert, sehr ausführlich. Ganz genau aus, so wie eine Reihe der Ahai eine Legende Tentakelsäße. Mein Gehexte, die kleine Dagger, beschützt sich gegenseitig! Ich fürchte, so ist es. Durch nicht weiter. Nichts weiter in der Kiste. So, ist ja noch irgendwas in der. Hier muss es sein. Oh, der war, glaube ich, richtig böse. Die Maschinerie. Also, Professor, der sieht noch gefährlicher aus als die übrigen. Ich bin eine Schlange. Schweig, Elfenweibchen. Ich hatte schon zu viel gesehen. Schon aus meiner Gedankenfallen Schlüpfzeit wusste ich, dass ihr gefährlich seid. Das ist aber doch ganz einfach. Aber ihr ändert euren Weg. Braucht euren Fehler. Bereut euren Fehler. Euren letzten Fehler. Du vor, ein Lieg, alter Knabe. Bin gleich da, Professor! Da heißt es, Feindkräfte auf den Feind! Was tut es da? Das kann nicht sein! Professor, das war in der Villa, haben Sie dafür eine Schussigkeit angewendet. Professor, ist alles in Ordnung? Na nun, mir war eben so wunderlich zumute. Habe den Tagler schon besiegt. Nun, scheint er ganz so. Dann auf, Freunde. Weiter geht's. Geht aber hoffentlich wieder von den Sohn ab. Steht, wir sind frisch gerutzt.
Ja, genau. Wann hast du das denn gemacht? Schalten wir den Sturm wieder an. Scotty, Energie. Glossal. Sehen Sie nur, was für Kräfte bewegt werden. Ja, bin fast schon mal in Wüstenausrüstung. Hoho, wofür wir das nur brauchen könnten. Ich laufe natürlich seitlich hoch. Wollen Sie wissen, dass das Ding wieder vor sich hinblinkt? Das sind hier gerade so ungeheuerliche Energiemengen, die auf den Skalen angezeigt werden. Ja. Ich werde erstmal. Potzblitz! Die Erde! Zu Hause. Teure Heimat. Kostet 3,50 im Erika. Soll es ein Holographer sein? Dann müsste das Bild vergrößert werden können. Vergrößert! Warten Sie nur ab. Oho, ich bin der Weihnachtsmann. Ich bin schon ein Pfiffikus. Werfen wir einmal einen Blick auf den gemütlichen Heimatplaneten. Ja, genau so erinnere ich mir. Kalibrierung ist wirklich ein Kinderspiel. Sehen Sie. Ich finde dieses Ding so cool. Oh. Oh. Ich war nie ein Freund der Oper. Herrlich. Nein, die Universität. Ich hoffe, sie waren gut versichert. Das kann doch nicht. Das kann doch nicht möglich sein. Unmöglich sein. In der Schluckschatzen! Verabscheue! Der Rummelulk! Rummelulk! Ja. Rummelulk? Oh, lieber Freund, Sie irren sich auf tragische Weise. Tragischste Weise. Holographe zeigt die Wirklichkeit. Was wir dort sehen, passiert in diesem Augenblick. Ich kann das nicht mehr sehen. Das ist schrecklich. Das sollte etwa alle, die wir gekannt haben. Ich schalte die Übertragung ab. Oh, Herr von Markwitz, sagen Sie, dass es nicht stimmt. Das kann nicht sein. Ich. Die Reise ist am Abtrunk geworden. Hoffe, also gewissermaßen. Könnte das sein? Fürchte, alles ist tot. Nein, nein, nein. Das kann und will ich erst glauben, wenn ich es mit eigenen Augen gesehen habe. Eins sollten wir jedenfalls bedenken. Möglich, dass wiederum ein tückischer Gedankenfall der Martianer. Ha! Soll das sein? Das kann man mir nicht vorstellen, dass diese Kriegsmaschine an abrupt geradieren. Seine Majestät vorbeikommen. Dann legt sie los. Mars hin, Mars her. Wir müssen zurück zur Erde. Laufen wir einfach hin. Wir haben Bedarf, nochmal die verwandte Trickkiste zu sehen. Ein Holographe. Die Martianer sind außerordentlich fortschrittlich. Ja. Sieht aus wie ein Kühlschrank. Egal. Bam, bam, bam. Den Verräterkopf brauchen wir noch irgendwie entlarven. Nein. Nein. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. 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 Was war da? Pyramide. Ich glaube, da muss man hin, bevor man. Nein, 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 fest, bla bla, ja. Gehen wir erstmal dahin. So, und weil ich schon wieder vergessen habe. Ach, herrlich, wie es mir überhaupt nicht. Mal halt, Moment, das habe ich gar nicht angeschaut, ne? Hä? Jetzt ja. Wie viele Waffen unempfindlich? Kälte, Wasser, Rammeln. Kämpf gegen Felsen! Rammen! So, aus meiner Gruppenheilung raus. Kälte. Eiskristall. Erstmal hochheilen. Heilen ist immer gut. Und du machst Eis. Ey, halt, das wissen wir.
kennen wir doch alle schon. Wir haben schon mal gesehen, schon mal gemacht. Aber schön, dass es so wenig kostet. Das finde ich schön. Kann man es richtig oft einsetzen und heißen geht's so gut, glaube ich. 99 XP. Erfahrungspunkte. Ja, das wird jetzt ungeheuer spannend. Ungeheuer, man kann es gar nicht in Worte fassen. Oh. Richtig, die können das ja. Naja, was soll's. Bla bla. Kennen wir doch schon. Ich wünsche mir einen Vorspulknopf. Das wäre doch mal eine schöne Sache. Ach, heilen wir noch irgendeinen. Das sind eh immer in der Runde. Ich könnte mir das fast sparen, dieses. Die Fähigkeiten hier, kann man die Steinreste mitnehmen? Ja. Es geht nicht, dass ich mit dem Gegner vorbeilaufe, das geht einfach nicht. Allein schon, weil das Spiel später noch ein wenig anzieht. So ein, zwei Bossgegner sind dann doch schon recht unlustig. Und da möchte ich dann doch Verteidigung haben. Verteidigung, ja, ein möglichst hohen Level. Deswegen werde ich all diese spannenden Kämpfe, wo ich ganz knapp gewinne und so kriege ich kein Geld von den Steinen. Die sind doch bestimmt steinreich. Ah, tut weh, der tut weh. Ach komm. Scheiß drauf. Ist jetzt nicht so, als ob ich unterlevelt wäre oder so. Das wäre auch mal schön, hm? Wer traut sich, No Level ranzumachen? Ohne zu Gegner zu töten, da durchlaufen. Also außer die man töten muss. Ich glaube, dann könnte man bei einem oder zwei Gegner, zwei fallen mir so spontan ein, wo man echt ein Problem haben könnte. Aber die sehen wir dann noch. Ach, sie haben kein Geld, aber Wundsalben. Na klar. Dem Mond sei Dank, ihr habt mir eine sichere Gasse durch die Fressfelsen gebaut. Ja, ja, ja! Komm jetzt mal runter, Kerl! Aber zack, zack! Er hat schon genug Schaden reingemacht! Scheiß Sack, bist du auf eure Kugel, dass man gerne geholfen habe. Herr von Magnitz, die zeigen ja sofort von ihrer besten Seite. Immerhin sind sie ja ein Botschafter der Erde. Sollen diese Leute denken, dass der Planet nur von Brüllaffen bewohnt? Brüllaffe! Pah! Der Körper dir, die Ordnungsmacht gegen Intrigantentum und Schnüffelein der Presse! Schnüffelein! Engstiges Systemschärge. Unbotmäßiges Frauenzimmer! Ich bleibe immer noch hier oben, bis auf ihr weg seid, ihr Fremdlinge. Aber nein, drängst du hin, kleiner Mann. Die Balz sind weitgehend harmlos. Ein solches Verhalten ist zu unser Äffchen völlig normal während der Balz. Balz? Herr Professor, Sie glauben doch nicht ernsthaft, dass ich mit diesen Menschen. Äffchen! Ruhe! Ein Mann geht nun nach Hause und wir werden uns auf die Reste des Mars konzentrieren. Aha, ihr habt doch ein Vernünftiger mit euch. Habt Dank für Hilfe, Fremdlinge. Ach, bevor ihr es vergessen. Man sagt, es ist eine Sitte, ein Dienst mit einem Gegengabe zu beantworten. Such es einmal. Kann es sein, dass du immer größere Fortschritte machst, liebes Wesen? Wesenschlau. Sollten vorerst alle aus der Sonne und irgendwo ein ruhig finden. Das ist Gewürz haben wir ja schon. Gewächs. Ich komme jetzt auf Gewürz. Melange. Ich könnte bei der Dune spielen. Das war auch ein Höllenspiel. Schweres Spiel. Vor allem der Imperator, der irgendwann so abartige Gewürzmengen verlangt hat. So, wo war denn der jetzt? Sieht alles irgendwie so total unterschiedlich aus. Auch nicht. Oder Moment, war es da eben doch? Nein, da haben wir noch eine Tür. Was hängt denn da dran? Hängt doch ein Schild, oder? Nein, bilde ich mir wohl nur ein. Doch ein Schild. Echt, was ja, eine Registrierklasse. Sieht nach gewöhnlichen Wundsalbe aus.
So richtig bemerkt, ganz voll Stimme. So, das kann man ja auch kaufen. Kaufen, nicht nehmen. Geht das nicht wie bei Links Awakening, dass man es einfach mitnimmt und sie danach vom Händler töten lässt und wiederbeleben lässt? Neustadt oder wie auch immer. Ah, der Herr ist ein Kenner. Sein Nektar gewinnen wir aus Spitzen des Tentakelgrases. Er duftet himmlisch. Himmlerisch. Wie Himmler. Faul oder Mars, Google-Schild. Ja, ja. Wachstätten aufgeräumt, habe ich gehört. Dann kann ich endlich die Maskerade sein lassen. Kommt und seht mein komplettes Angebot. Boah, Dampfballiste, ein Hochdruckgewehr, neuesten Zuschnitt. Oh. Jung, du bist teuer. Jung, du bist echt teuer. Vielleicht werden wir beim nächsten Mal handeln, sag ich. Ja, wenn du nicht so teuer mehr bist. Nicht mehr so teuer. So, in welchem Haus war jetzt der andere Typ? Verdammt. Und da geht's raus. War das da drin? Vielen, vielen Dank, dass ihr meinen Mann gerettet habt. Der Arme holt sich gerade im Schlaftrank. Schlaftrank, hm? Von den Schrecken der Fressfelsenschlucht. Wir haben gern geholfen, kleine Haidame. Ich verschätze euch mit Adelaide auch ein, aber gebt Acht, sonst werdet ihr auch fremd und nicht jeder verdient unser Vertrauen. Ist euch fremd. Ach. Ist ja überall dasselbe. Wir haben bereits Bekanntschaft mit den abscheuenden Tentakeln gemacht. Ich meine nicht unsere Herren, ich sprach von der Hai selbst. Nicht alle sind derart arglose Gärtnerseelen, wie ihr vielleicht meint. Vor allem von einem durch Nacht, da ihr meinen Mann gerettet habt, will ich euch ein Geheimnis lüften. Gastauf treibt sich ein Verräter herum. Er unterrichtet die Herren über alles, was er hört. Wenn man erst einmal weiß, wer er ist, kann man ihn nicht mehr übersehen. Seit ich ihn durchschaut habe, ist mit dem Besuch im Gasthaus verleidet, denn immer ist er da. Wünsche Namen, beschreiben das Objekt! Name? Nun, er ist der Hai, wenn ihr meint, dass euch das etwas nützt. Das ist nur kekenbar. Er hat große, starke Augen. Aha, tja, ja. Denke, das hilft ungemein. Das Phänomen individueller Zu ist auf eurer Welt offenbar unbekannt. Aber vielleicht kann euch diese Information weiterhelfen. Weil er sitzt immer am Tisch hinten rechts. Und lasst euch bloß nicht abwimmeln. Gelegenheit versucht er durch ungelegentlich. Gelegenheit, gelegentlich. Ach, Gelee. Versucht er es doch Unmöglichkeit. Der Bursche, kann sich frisch machen? Hat zu niemandem ein Wort darüber, dass ihr diese Situation von mir habt. Zu niemandem. Schreib mal gleich mit dem Gast auf rum. Ey, wir haben von der gehört. Von der AI gehört. Das ist. Die Beschreibung. Das ist brillant. Schildet, Blasslinge. So unhöflich, Gnome. Das ist empörend. Mit F in Firma Kugeln will ich nichts zu schaffen haben. Fort mit euch. Hast du dich ganz gewollt, Knaps? Leutnant, übernehmen Sie. Was soll das jetzt? Maul halten, Kerl! Hast schon ganz andere Klang gekriegt! Aber, das muss mir nicht gefallen! Aber gesagt! Maul! Halten! Oje, bist du fast zu herrlich für einen Tentakler? Meinst wohl, einer deiner Tentakler-Freunde, Verräter? Ich weiß nicht, was ihr meint! Leutnant, passen diesem Virus noch einmal die Konsequenzen klar! Krrrr! Aber, ihr müsst verstehen, die Herren, wir laufen die Dinge anders! Jeder muss irgendwie. Hier! Das unterschreibst du jetzt! Steht, sei ein Spion, ich spreche nie wieder. Wenn das unterzeichnet, bin ich erledigt. Grrrr. Ich unterschreibe. Das ist ein Beweisdokument. So, da ist dann hoffentlich gut und gern. Solch ein schändliches Treiben gibt es kein Braun. Oh, bitte, bitte, Gnade. Oder vielleicht kommen wir ins Geschäft. Ausgezeichnet. Ich habe gleich gesehen, dass ihr im Grunde vernünftige Leute seid. Das hört. Der Handelsdienst erfüllt seine besondere Kunden ein besonderes Angebot. Wer sind seine besonderen Kunden? Alle, die das Zauberwort kennen. Das heißt Parole. Parole? So ein Güger, was für ein beschränktes Losungswort. Wer sind große Gärtner, keine großen Denker? Du hast einen Teil unseres Geschäfts erfüllt. Verschwinde, wir lassen dich laufen. Dass du schlau war, verehrteste. Ein Wort ist ein Wort, dazu muss er stehen. Das ist scheiße, der Entfernst von diesen Lumpen. Schaltige Einstellung, loben wir das! So, jetzt muss ich mal kurz schauen, was passiert, wenn wir das hier nicht machen. Ich habe das bestimmt irgendwo mal gespeichert. Ha. Ja, ja, bla, vorspulen! Spulen! Ja, ja, bla, bla. Ja, ja, bla, bla. Bla, 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 bla. Ja, dann bleib ich lieber dabei.
dann bleib ich lieber dabei. So, sind wir richtig. Okay. Gab's da nicht noch irgendwo? Ach ja, nein. Sagt ihr nicht mal irgendwas Neues? Nein. Hab ich wohl getäuscht. Voll Unrecht. Mensch, wie ist für die falsche Komplettlösung? Bei näherer Überlegung war das beides völlig sinnfrei. Ich gratuliere. So würde ich mal sagen, ich räume mal in der Pyramide auf. Wenn ich diesen riesigen Krater mal reingehe. Einfach so, weil es cool aussieht. Pyramide.